Freitag, der 13. Und das ist heute eine Glückszahl und ein Glücksdatum, denn hier ist eure zweite Sendung des Wedding Wednesday Magazins zum Finale der Wedding King Awards 2023. Und heute stellen wir euch die vier nominierten Locations vor. Und ihr lernt unsere Papeteriedienstleister kennen, die in ihrer Kategorie bereits im Pre-Event angetreten sind und schon zeigen durften, was sie für den Wettbewerb vorbereitet haben. All das seht ihr in der heutigen Sendung und Musik gibt's natürlich auch noch. Wir wissen, wie gespannt ihr darauf seid, welche Locations dabei sind und vor allem diese Locations endlich kennenzulernen. Und damit wir uns die nächste Location genauer anschauen können, die dieses Jahr in den Wettbewerb geht, ist der passende Mann dazu bei mir. Hier ist der Tobi von der Schlossfabrik. Hi Tobi. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Du, danke, dass du da bist. Wir reden mal über die alte Schlossfabrik. Erzähl mal ein bisschen über das Flair, was ein Paar erwarten kann von der Schlossfabrik, wenn es bei euch seine Hochzeit feiert und wie das alles so bei euch läuft. Ja, also wir liegen ja in Solingen-Unterburg und das ist eine ganz alte Manufaktur. Die Ursprünge davon gehen so auf 1750 zurück und ja, was ein Brautpaar da erwarten kann, ist entsprechend ein ganz altes deutsches Manufakturgebäude, so wie die früher halt gebaut wurden aus diesem Bruchstein, so wie man so alte Burgen sich vorstellt. Wir haben insgesamt drei Eventsäle in der alten Schlossfabrik selber. Dann fangen wir einfach mal mit der Grotte an. Also die Grotte ist sicherlich das pompöseste oder das beeindruckendste, wenn man es jetzt erstmalig bei uns in die Location kommt. Das waren noch so die Grundsteine dieser Manufaktur, sprich das war das erste Fabrikgebäude, was gebaut wurde. Und dann haben wir noch die Lounge, der etwas kleinere Raum, ist auch aus diesem Bruchstein gebaut. Und dann haben wir noch eine weitere Location, das ist der Festsaal. Auch wiederum das alte Gebäude, dieses Fabrikgebäude, ist also auch wieder mit Bruchstein, wie der Name schon sagt, sehr groß. Ja, sehr, sehr groß, 700 Quadratmeter, sprich für Hochzeiten eigentlich müssen es schon sehr, sehr große sein. Das ist der Festsaal. Dann haben wir noch eine vierte Location. Die ist allerdings nicht in Solingenburg an der Location, sondern an der Münchner Brücke. Und da haben wir was Besonderes gewagt, weil wir auch mal von Kunden mal gefragt wurden, habt ihr nicht irgendwas ganz Besonderes? Reicht das jetzt hier nicht aus? Aber wir haben was gefunden. Nein, reicht nicht. Wir haben was gefunden. Und zwar eine Kunstschmiede. Mhm. Dort auch, also so eine alte Manufaktur. Die werden ja nun mal wurden früher mal in den Flüssen immer gebaut. Und da an der Münchner Brücke. Und da wird halt von montags bis freitags 12 Uhr wirklich noch der Schmiedehammer geschwungen und so Kunstwerke geschmiedet. Und dann übernehmen wir das und dann können da samstags Hochzeiten stattfinden. Ja. Ist natürlich rustikal. Spannend. Ist natürlich rustikal. Da hängen die Hämmer auch noch rum und der Schmiedeofen ist auch noch heiß, wenn cool. das Dekotermin aufgekommen wird. Wenn wir jetzt mal auf die Schlossfabrik gucken, die ja nun auch als beste Location nominiert ist in diesem Jahr. Bist du schon ein roter Teppich-Profi oder hast du so ein bisschen Muffensausen vor dem Finalabend? Da hast du noch ein bisschen untertrieben. Also ein roter Teppich-Pro bin ich auf jeden Fall nicht, sondern eher wird es das erste Mal sein. Aber vielleicht auch in etwas fröhlicher Erwartung, was alles passieren wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Also diese positive Aufgeregtheit, die es ja gibt. Also anders jetzt als die Abi-Klausur oder so. Cool. Aber aufgeregt ist man natürlich trotzdem. So, dann habe ich eine sehr gute Nachricht für dich, Tobi. Wir haben ja noch einen Film über euch. Und dieser Film, der sagt euch so viel über die Schlossfabrik, dass wir uns diesen Film jetzt anschauen, damit ihr einfach wisst, wem ihr am Ende vielleicht eure Stimme geben möchtet. Das heißt, Tobi, ich danke dir sehr für den Überblick über all das, was in der Schlossfabrik passieren kann, von Lounge und Festsaal und sogar einer alten Kunstschmiede, die gar nicht in der alten Schlossfabrik ist. Aber das ist völlig wurscht, denn jetzt seht ihr hier den Film und wir sehen uns gleich wieder. Hi, ich bin Tobias, einer der Inhaber aus der alten Schlossfabrik. Wir sind eine Event-Location in Solingenburg, in der größtenteils Hochzeiten stattfinden und Firmen feiern. Wir haben die alte Schlossfabrik unsere ersten Events hier im Jahr 2013 gemacht. Das fing noch mit größeren Partys an und sind mehr und mehr eigentlich in den Hochzeitssektor gegangen. Also was natürlich das Besondere an Hochzeit ist, dass man die Möglichkeit bekommt, den schönsten Tag des Lebens von seinen Kunden zu gestalten und das Qualitätsmaß anzusetzen. Das macht schon Spaß, ja, muss man schon sagen. Sei es eine Hochzeit, sei es eine Party oder eine Firmenfeier, man hat so das Gefühl, dass die Gäste glücklich sind, dass sie so ein bisschen den Alltagsstress hinter sich lassen können und halt eben einfach ausgelassen feiern können. Das würde ich schon sagen, das ist so das Ziel, diesen speziellen Moment zu erreichen.
Ja, das ist uns sehr wichtig, dass wir halt eben eine Event-Location sind, in der unsere Kunden im Prinzip sehr frei es gestalten können. Sowohl vom Mobiliar über den DJ, über die Licht- und Tontechnik bis hin sowieso des Caterings, die Fotobox, können theoretisch die Kunden dies alles selber auch mitbringen und selber gestalten. Viele wollen das aber nicht. Natürlich haben wir auch über die Jahre hinweg sehr viel Erfahrung gesammelt. Das haben wir uns auch sehr viel Equipment und sehr, sehr viele Dinge gekauft, die bei uns mietbar sind. Wie der Name schon sagt, Festsaal. Hier würde ich sagen, ist absolut eine ganz klare Besonderheit unser Außenbereich, den wir haben. Weil er so groß ist, gibt es unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Von 80 bis 400 Personen geht dort im Festsaal. Die Lounge, dort gehen Hochzeiten von 30 bis hin zu 100 Personen, muss man sagen. Auch dort ist der Außenbereich komplett neu gemacht. Also wir haben eine große Terrasse dort neu. Die Theke direkt an der Tanzfläche ist immer gut. Das zieht die Leute auf die Tanzfläche. Das ist sicherlich ein Highlight der Lounge. Was sehr gemocht wird von den Kunden, ist die Art und Weise, wie man in die besagte Grotte kommt. Also man fährt auf unseren Parkplatz, dann geht man entlang des Eschbachs in die Location rein. Und wenn man dann in diesen Raum kommt, sieht man halt eben ja, unglaublich viele dieser Rundbögen. Also die wirklich dieses ganz alte aus dem 18. Jahrhundert. Also es hat einen sehr großen Wow-Effekt in dem ersten Moment, wenn man in die Grotte reinkommt. Die Grotte wiederum ist für Personen von 50 bis 120 Leuten perfekt geeignet. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir auf die Idee gebracht wurden, daran teilzunehmen. Sowohl mein Bruder und ich, wir nehmen gerne Herausforderungen an und kam so ein bisschen Bock einfach auf, da mitzumachen. Von daher freue ich mich jetzt, was noch kommt. Und natürlich für den Abend selber freue ich mich auch sehr. Hi, ich bin Tobi aus der alten Schlossfabrik und wir sind dabei bei den Wedding King Awards in der Flora in Köln am 5. November. Die nächste Location, die wir euch jetzt vorstellen wollen, befindet sich hoch über den Dächern von Köln und zu manch einem ist sie bereits ein Begriff. Jetzt seht ihr den Location-Film vom Köln Sky. Viel Spaß! Köln Sky ist die höchste Hochzeitslocation in Köln, direkt am Rhein und somit einzigartig. Zwei Etagen und ein atemberaubender Blick über Köln machen das Hochzeitsevent zu einem Erlebnis. Ein Empfang in der Rooftop-Bar, knapp 100 Meter über den Dächern der Stadt, mit dem Dom im Blick und dem Rhein zu Füßen. Oder die Feier mit atemberaubenden 360-Grad-Rundumblick auf die gesamte Stadt. Für den besonderen Tag steht das Team mit seiner langjährigen Erfahrung zur Seite und veranstaltet eine Traumhochzeit im Köln Sky, hoch über den Dächern der Stadt. Die Kategorie der Hochzeitslocations ist eine der beliebtesten Kategorien, die immer ganz gespannt erwartet wird. Und jetzt habe ich zwei Herren bei mir im Studio, nämlich Hermann und Ingo vom Drachenfels. Hallo ihr zwei. Hallo, schönen guten Tag. Hermann, das erste Mal nominiert bei den Wedding King Awards. Und jetzt geht es daran, den Drachenfels, den Hochzeitspaaren, die euch noch nicht kennen, mal schmackhaft zu machen. Wie würdest du das machen? Indem ich erzähle, dass der Drachenfels vor Tausenden von Jahren schon mal eine Location war, wo jemand geheiratet hat. Mhm. Nämlich der Siegfried. Mhm. Und die hat ja unheimlich lange gehalten. Mhm. Also geschichtsträchtiges Gemäuer, genau, mit einer ganz langen Hochzeitstradition. Ja. Was kann das moderne Paar von heute erwarten? Das moderne Paar von heute kann erwarten, dass wir da oben eine der schönsten Locations mit Blick auf das Rheintal haben. Mhm. Wir liegen im Naturschutzgebiet, wir haben die absolute Ruhe, wir thronen über der gesamten Gegend. Mhm. Und aber nochmal zurück auf die Nibelungensage. Da gibt es ja auch diesen Begriff der Nibelungentreue. Mhm. Das heißt, wer da oben auf dem Drachenfels heiratet, wird ewige Treue genießen können. Das ist ein großes Versprechen. Wenn wir mal an die Fakten gehen vom Drachenfels, die Dinge, die man unbedingt wissen sollte, Gästezahlen, die bei euch der normale Schnitt sind, die Art und Weise zu feiern. Hast du ein paar Fakten für uns? Ja, wir haben indoor, also in diesem Glaskubus, die Möglichkeit, bis zu 160 Personen unterzubringen. Dann haben wir ja unheimlich große Außenflächen, die, wenn das Wetter im Sommer gut ist, können wir auch einen Teil des Caterings nach draußen verlagern. Wir können tanzen bis morgens um 5. Ne? Wir stören da oben keinen. Was die Qualität des Caterings anbelangt, da haben wir
in unserer Mannschaft zwei Ein-Sterne-Köche, die aus meinem vorherigen Projekt, der Villa Leonhard, stammen. So kann man also aus die Aussicht, also die Location, die Qualität der Speisen und wir haben natürlich super gute Service-Mitarbeiter. Mhm. Zu den super guten Service-Mitarbeitern würde ich gleich noch Ingo kurz interviewen, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal den Film über den Drachenfels an. Bis gleich. Gerne. Der Drachenfels, eine Event-Location hoch über dem Rheintal. Inmitten einer faszinierenden Atmosphäre können besondere Anlässe gefeiert und unvergessliche Erinnerungen geschaffen werden. Neben der Vielzahl an kulinarischen Möglichkeiten ist auch die Anreise mit der ältesten Zahnradbahn Deutschlands ein Erlebnis. Der Drachenfels bietet verschiedene Räumlichkeiten, die separat oder gemeinsam genutzt werden können. Der moderne Glaskubus, die Lounge im denkmalgeschützten Altbau oder bei gutem Wetter das gesamte Drachenfelsplateau. Das i-Tüpfelchen ist die atemberaubende Aussicht auf das Rheintal, hoch oben auf dem Drachenfels. So, jetzt haben wir den Forschungsfilm von euch gesehen und Ingo Herrmann hat gerade schon ein gutes Stichwort gegeben, das Thema Team. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, was können wir da am Drachenfels erwarten? Ja, ohne starkes Team funktioniert gar nichts und wir sind ja stellvertretend für unser Team hier. Und wir haben bei uns ganz tolle Mädels, die leider nicht können, weil sie nämlich damit beschäftigt sind, weitere Hochzeiten gerade zu planen. Und da haben wir zum Beispiel unsere Emilia, die vom Erstgespräch bis über die Deko, die Location-Auswahl, die Gespräche mit der Zahnradbahn, was ganz, ganz wichtig ist, unser starker Partner, der ja die Gäste und die Paare zu uns auf den Felsen bringt, also alles bespricht, also vom Erstgespräch bis zur endgültigen Abwicklung alles macht. Und das sehr, sehr einfühlsam, sehr kreativ und sehr, sehr liebevoll. Ne? Und da sind wir, glaube ich, stolz drauf, darf ich sagen, dass wir da wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Team am Start haben. Mhm. Wenn du jetzt gerade sagst, wir haben ein Team da, was auch im Deko betreut und so weiter, bedeutet das, dass ihr auf externe Dienstleister zurückgreift oder bietet ihr alles in-house an? Sowohl als auch. Ne? Also wir sind da flexibel, das heißt also Dinge, die wir vielleicht nicht direkt abwickeln können, da haben wir starke Partner, auf die wir immer wieder zurückgreifen können und nahezu jeden Wunsch ermöglichen. Ja. Also das können wir alles leisten. Aber ich glaube, das Wichtige sollte wirklich sein, dass jeder weiß, man kann jetzt nicht mit dem Auto da hoch, sondern man fährt mit der Zahnradbahn, was ja ein ganz charmantes Detail ist. Nicht mit einer, sondern mit einer der ältesten Deutschlands, ja, seit fast 140 Jahren. Genau, und die Fahrt an sich ist schon ein tolles Event. Aber man muss nicht höhenangstfrei sein dafür. Nicht unbedingt. Es ist ja eine Zahnradbahn. Ja, die ist schon relativ fest in Schienen verankert. Mhm. Ihr Lieben, jetzt stehen die Wedding King Awards vor der Tür. Mhm. In ein paar Wochen sitzt ihr im Finale in der Flora. Im Green Room werdet noch mal kurz interviewt und drückt euch natürlich auch selbst die Daumen, dass es am Ende heißt und der Gewinner in der Kategorie Beste Location ist. Was würde es bedeuten, den Preis mit nach Hause zu nehmen? Ist es eine Bestätigung eurer Arbeit? Ist es ein in die Zukunft schauen? Ja, es ist schon eine Bestätigung unserer Arbeit. Aber die Location, wie gesagt, die ist deutschlandweit einzigartig. Ja. Europaweit eigentlich, ne? Eigentlich schon, ne? Ja. Und von daher sind wir sehr zuversichtlich, ne, dass wir auch den Preis, den wir ja eigentlich schon heute hätten, dachten mitnehmen wir können. Tut mir sehr leid, hier liegt der von 2022. Ach so, okay. Wir schauen mal, aber ja, es bedeutet uns eine ganze Menge, ja, ne, da mitzumachen. Und ja, und dann schauen wir mal. Und dann drücken wir uns die Daumen. Mhm. Im Geiste von Siegfried und Kriemhild, eine der ältesten Liebesgeschichten, die es in der deutschen Literatur gibt, in der Nibelungensaga. Davon begleitet wird der Drachenfels. Und diese beiden Herren seht ihr im Finale wieder. Hermann und Ingo, ich danke euch, dass ihr da gewesen seid. Danke dir. Wir danken auch. In der nächsten Location könnt ihr heiraten mit den Füßen im Sand und mit echtem Beach-Feeling. Wir zeigen euch jetzt den Location-Film vom Seepavillon Köln. Der Seepavillon am Fühlinger See in Köln. Hier können Strandhochzeiten mit modernem Touch in Großstadtnähe gefeiert werden. Idyllisch, mitten in der Natur gelegen, hat der Seepavillon alles, was es für eine tolle Hochzeit braucht. Wie den hellen Saal mit Blick aufs Wasser. Mit den Füßen im Sand Ja sagen, Sektempfang auf der Terrasse und feine Küche am Abend, bevor gefeiert wird. Das und der Sternenhimmelblick in den Tanzpausen machen die Hochzeit im Seepavillon am Fühlinger See perfekt. Lasst uns über
Papier reden. Und mit wem könnten wir das besser als mit einer unserer beiden Nominierten im Bereich Beste Hochzeitspapeterie? Hier ist für euch die liebe Simone von Herzenssach. Hallo. Hi Simone. Sag mal Simone, direkt erste Frage, was ist denn mit dem E bei Herzenssache hinten passiert? Im Bayerischen sagen wir zu Sachen einfach Sach. Ja. Das verkürzt es ein bisschen. So, genau, und dann ist das E halt einfach weg, da brauchst du das auch nicht. Ganz genau, das ist dann weggerutscht. Das sparen wir uns. Super. Simone, natürlich ist es auch für dich die große Frage oder meine große Frage an dich. In Zeiten, wo wir alles auf Internetseiten haben und alles auf unseren Handys haben, was ist für dich das Tolle an Papier? Das Anfühlen, das Spüren, das Anfühlen, die verschiedenen Papiersorten. Ich habe Büttenpapier, ganz viele gestreifte Papieren, alles Mögliche. Und gerade das Anfassen ist einfach, dass ich es haptisch in der Hand habe, das ist unbeschreiblich. Ja, ich finde auch, du kannst natürlich da sehr viel Wertigkeit auch mit transportieren, ne? Genau. Ein günstiges, lackiertes Papier, was so rumwobbelt, ist was ganz anderes als so ein ganz dickes, edles, genau. Am besten noch mit einem Siegel drauf. Sag mal, wenn es an den Entwurf, an den ersten Entwurf für ein Paar geht, welche Gedanken machst du dir zuallererst? Ich frage natürlich die Paare, was sie sich vorgestellt haben. Ob es Acryl ist, ob es Papier ist, ob es bunt ist, ob es einfarbig ist, in welchem Stil das es geht. Und dann meistens im Gespräch habe ich schon einen Entwurf im Kopf. Ah, so schnell geht das. Dann würde ich sagen, Simone, machen wir jetzt mal Folgendes. Wir stellen dich mal zunächst allen Zuschauern vor, natürlich mit deinem Vorstellungsfilm und den gucken wir jetzt. Hallo, ich bin Simone von Herzenssach und ich fertige und designe hochwertige und moderne Hochzeitspapeterie mit Laser oder auf Papier. 2014 haben wir geheiratet und ich habe im Internet verzweifelt nach schöner Hochzeitspapeterie gesucht. Bin leider nicht fündig geworden und dann ist die Idee gekommen, das selbst zu machen. Am wichtigsten ist für mich die Individualität, dass jedes Brautpaar auf sie die zugeschnittene Einladung bekommt. Ich setze mich mit den Brautpaaren zusammen, die kommen meistens zu mir ins Büro, dann schauen wir uns die verschiedenen Papiere an, die habe ich alle verfügbar. Allein das Testen, das Fühlen, das, wie es einfach anfühlt, das Papier. Ich kann Siegel machen, ich kann Prägungen machen, auch mit dem Laser, wie gesagt, arbeiten. Und das ist einfach die Individualität, die ich meinen Brautpaaren bieten möchte. Ich arbeite mit Papier, mit Holz, Acryl. Acryl gibt es auch in den unterschiedlichsten Farben. Hauptsächlich arbeite ich damit transparent, Milchglas, weiß, schwarz. Wir haben von Save-the-Date-Karten, Einladungskarten, Menükarten, Tischnummern, Platzkarten, Sitzpläne, Willkommensschilder. Bei mir ist alles möglich. Ich designe das selbst mit meinen Grafikprogrammen, schicke dann die Entwürfe den Kunden. Die Kunden schreiben die Änderungswünsche und ich schicke dann so lange Entwürfe, bis es hundertprozentig passt. Das ist die Einladung der Brautpaare und die soll 100% auf sie zugeschnitten sein. Ich will den Wow-Effekt haben. Erstens das glückliche Brautpaar, das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, wenn ich die Papeterie übergebe, dass das Strahlen in den Augen da ist und eben die Individualität. Ich freue mich riesig, bei den Wedding King Awards dabei zu sein. Ich freue mich auf Köln, ich freue mich auf Benny und Bea, die endlich dann persönlich mal kennenzulernen. Ich freue mich auf die Gala, ich freue mich auf ein schönes Kleid, ich freue mich auf eine schöne Frisur. Ich freue mich auf die Verleihung. Ich bin schon wahnsinnig gespannt und aufgeregt. Und ich hoffe, dass ich einen Preis mit nach Hause nehmen werde. Hallo, ich bin die Simone von Herzenssach und ich bin dabei am 5. November in Köln in der Flora beim Wedding King Award Finale. So, und da sind wir zurück und natürlich sprechen wir auch mit Simone jetzt nochmal über das große Pre-Event. Vor 5 Tagen war es soweit, Simone. Die Jury ist an deinen Entwürfen vorbeigezogen, hat natürlich alles angefasst und hat sich ja auch nochmal im Gespräch mit dir so ein paar Infos geholt. Wenn du jetzt mal zurückguckst, bist du erleichtert, dass der erste große Schritt schon hinter dir liegt? Auf alle Fälle. Also ich habe Tage vorher war ich wahnsinnig nervös, konnte nicht schlafen. Auf dem Weg nach Köln, ich weiß nicht, was da die 6 Stunden in meinem Kopf durchgegangen ist.
Ja, es war schon wahnsinnig aufregend. Ja, ich glaube, das war es auch für alle. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass als du dann da standest, da auch ganz viel Ruhe war und einfach auch ganz viel Freude zeigen zu können, was du nun entworfen hast. Ja, da ist dann die ganze Anspannung der letzten Wochen ein bisschen abgefallen. Ja, sag mal, welchen Rat würdest du einem Paar geben, was zu dir kommt und sagt, ah, wir wissen so gar nicht und wir können uns stilmäßig nicht entscheiden. Das ist so ganz schwer für uns. Wir haben so ein bisschen Angst, dass es nachher einfach nur eine 0815-Einladung wird. Wie würdest du da vorgehen und sagen, hey, das kriegen wir schon hin? Ich habe ganz viele Muster da, die ich den Brautpaaren dann zeige. Die können sich alles anschauen und meistens bei dem Vorgespräch kommt dann schon eine Linie raus. Ja, und dann kommst du sowieso mit deiner spontanen Idee und sagst, Moment, ich sehe genau, euch da schon was. Ganz genau. Ich habe da was. Jetzt wirst du ja im großen Finale auch im Saal sein, wirst nochmal im Green Room sitzen, wirst nochmal interviewt, bis es dann heißt und der Gewinner in der Kategorie ist. Was würde es bedeuten, den Preis mitzunehmen? Ja, sehr viel. Ich wäre richtig, richtig, richtig happy. Meine ganze Familie fiebert schon mit. Die sagen alle so, wann ist es denn jetzt endlich soweit? Alle Freunde sagen, wann können wir voten? Was? Wie können wir dich unterstützen? Also die sind schon auch sehr, sehr mit dabei. Und es würde schon ein Traum in Erfüllung gehen. Ja, das glaube ich auch. Ich würde sagen, Simone, dann zeigen wir jetzt mal allen noch deine Pre-Event-Mats, wo man natürlich jetzt deine Entwürfe schon sehen kann. Und dann können ab 29. Oktober auch alle für dich voten. Also ganz liebe Grüße an die Familie, das geht los. Wir gucken deine Pre-Event-Mats jetzt und wir sehen uns dann spätestens in der Flora zum Finale. Genau, super. Ich danke dir fürs Interview, Simone. Hab einen schönen Tag. Ja, danke schön. Ciao. Danke dir. Tschüss. Hallo, ich bin die Simone von Herzenssach und ich bin nominiert für die beste Hochzeitspapeterie bei den Wedding King Awards. Simone, ihr hattet eine klare Aufgabe und zwar war die Aufgabe in diesem Wettbewerb Entwurf einer Hochzeitspapeterie-Linie. Ansonsten war ja alles freigestellt, das Material, das Format. Wie bist du an die Aufgabe rangegangen, Simone? Wie geht man generell an Hochzeitspapeterie ran? Ich habe mich einfach inspirieren lassen. Love Letters ist für mich eine Liebeserklärung an die Frau, an den Mann. Ich habe mir gedacht, was passt bei einer Liebeserklärung besser als ein komplett weiches Büttenpapier. Das habe ich dann in Dusty Rose und in Ivory hergenommen. Dazu auch noch ein klares Acrylglas. Was hast du uns noch mitgebracht, Simone? Ich habe eine wundervolle Liebeserklärung mitgebracht an die große Liebe, die hier aufgestellt ist in 3 Meter Länge. Ich habe ein Willkommensschild in Form eines Briefkastens mitgenommen, mit Blumen gefüllt und eben den großen Sitzplan. Also Herzenssache hat mir sehr, sehr gut gefallen, besonders die Wahl der Farben und auch die Bilder. Es war so, so schön anzufassen, das Papier, also wirklich ein Traum. Kreativ ist mal was anderes, hat uns sehr gut gefallen und auch, dass es ein bisschen farbenfroh ist. Also die Farbgebung hat uns sehr gut gefallen. Ganz individuell, es war aber ein kompaktes Spiel, es passte super zusammen. Ich fand die Farbauswahl sehr schön und natürlich auch die verschiedenen Materialien, die genutzt werden. Also für mich war das Pre-Event heute ein sehr toller Tag, ein sehr aufregender Tag. Nachdem dann alle Paare zu uns an den Tisch gekommen sind, das war schon sehr emotional, sehr, sehr nervös war ich da auch. Das ist Simone von Herzenssach. Kaum eine Kategorie ist so vom Geschmack abhängig, abgesehen von Torte, wie die der Hochzeitspapeterie. Und wir unterhalten uns jetzt mit Steffi von Designbuddel mal über ihr Gewerk. Hallo Steffi. Hi. Hi Steffi. Als Papeteriedienstleisterin bist du ja ganz früh schon mit im Boot, wenn Paare anfangen, ihre Hochzeit zu planen. Mal wirklich aus deiner Sicht, was sind die wichtigsten Dinge, die man im Rahmen einer Papeterie entwickeln sollte und an die man denken sollte? Also am Anfang sollte man natürlich daran denken, wenn man Save-the-Date-Karten rausschickt, so können die Leute oder haben die Leute die Chance auch zu schauen, hat man wirklich an dem Termin Zeit, den Termin zu blocken. Man sollte wirklich drüber nachdenken, wenn es dann an die Einladungskarte geht,
wo bleiben die Leute, wo übernachten die Leute. Also man sollte auch die Location so ein bisschen planen, damit dann auch nachher die Leute eine angenehme Anreise haben. Also es sind so viele Kleinigkeiten, je nachdem, wo man feiert. Ja, da gibt es einige Sachen, woran man dann denken muss oder sollte. Trittst du da auch beratend in Aktion? Ja, da ich viele, zum Beispiel hier bei mir im Umkreis, da ich viele Leute kenne, auch wegen den Locations, ist das immer ganz schön. Da kann ich immer beratend tätig werden und sagen, da könntet ihr gut feiern, da habt ihr die und die Personenanzahl, der Saal ist für die und die Personenanzahl gedacht. Die haben auch ein Hotel dabei. Also es ist immer ganz schön, wenn man hier so ein kleines Netzwerk aufgebaut hat, wo man dann auch vielleicht die Kontakte herstellen kann für die Brautpaare. Ja. Gibt's was, was aus deiner Sicht Paare am allerliebsten vergessen, wenn es um die Papeterie geht? Das müsste ich gerade mal überlegen. Also, die sind eigentlich immer sehr gut alle vorbereitet. Also, das muss ich schon sagen. Toi, toi, toi. Aber es wird gerne mal der Gedanke darum, wann, wo die Absage hingeht. Also meistens wird irgendeine Telefonnummer angegeben und es ist dann vielleicht keine erreichbar. Also das habe ich schon ganz oft gehabt, dass man vielleicht sich da den Gedanken doch noch macht, dass der Trauzeuge das annimmt und sagt, ich kümmere mich darum, nehme euch da so auch ein bisschen Arbeit ab. Aber da wird gerne mal dran gedacht oder auch, dass die zu spät rausgehen. Das passiert halt auch schon gerne mal, weil die Location noch nicht feststeht. Das ist dann immer so ein, oder die Location noch nicht sicher ist und die letzten Sachen noch geklärt werden. Aber generell sind meine Hochzeitspaare, toi, 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 ein Lob auf euch, sehr gut vorbereitet. Immer gut vorbereitet. Steffi, ja. Dann würde ich sagen, damit alle noch ein bisschen mehr von dir erfahren und dich besser kennenlernen können, gucken wir uns jetzt mal deinen Vorstellungsfilm an. Ich bin Stefanie Franziska Budde, ich bin 33 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Kloppenburg, bin gelernte Mediengestalterin und mein Herz schlägt für schöne Wedding-Papeterie. Also als Kind war ich schon immer begeistert von Werbung und als ich mein erstes Praktikum in einer Agentur gemacht habe, wo auch was mit Hochzeiten und einem Stadtmagazin gestaltet wurde, war schnell klar, dass ich gerne in diese Richtung möchte und ich würde nichts anderes tun wollen. Ich finde es halt super schön, Leuten damit zu zeigen, was man damit für Emotionen setzen kann und gerade bei den Brautpaaren, wie die sich über freuen. Also dass dieses Funkeln in den Augen, wenn ich das erreicht habe bei jemandem, dann bin ich super glücklich. Es soll ja der schönste Tag sein in dem Leben des Brautpaares und das genau möchte ich auch zu einem gesamten Paket dazu steuern, dass man dann auch schön die Menükarten perfekt hat, die Sitzkarten, also dass man wirklich einen Tag hat, wo man sagt, an den erinnert man sich gerne. Ich mache das zum Beispiel sehr gerne, dass ich wirklich ein persönliches Gespräch habe mit dem Brautpaar und dann auch wirklich auch mal ein paar persönliche Sachen abstecke. Auch mal frage, was vielleicht die Hobbys sind, um so ein bisschen rauszukitzeln, wie nachher die Emotionen bei den Karten am besten rüberkommen. Also, dass es nicht nur einfach ein Design ist, sondern das eine Design für die beiden. Also, das ist vielleicht so ein bisschen die Persönlichkeit, die da drin steckt. Und ansonsten kümmere ich mich dann um alles weitere. Papiermuster, Proben und das wird dann alles dem Brautpaar zugestellt. Und wenn es dann soweit ist, dann geht's in Druck. Es gibt natürlich auch den floralen Stil, den finde ich auch sehr schön. Aber ich würde mich tatsächlich eher in die Richtung ganz klassisch, clean mit ja, wie sagen meine Brautpaare immer, man erkennt mich wieder, indem ich eine geschriebene Schrift gerne nehme, in Kombination mit einer ganz schlichten, serifenlosen Schrift. Ich bin gar nicht großartig jetzt, dass ich sage, ich muss unbedingt diesen Preis gewinnen. Ich finde es halt super schön, nachher das Event mitzumachen. Ich freue mich auf alles, was auf der Bühne passiert, alles, was ich noch so vorbereiten darf, dass ich noch mit meiner Papeterie glänzen darf. Da freue ich mich natürlich auch wahnsinnig drauf. Ich bin Stefanie und ich bin bei dem großen Finale von den Wedding King Awards am 5. November in Köln in der Flora dabei. So, jetzt habt ihr schon ein bisschen mehr über Steffi und Design Budde erfahren. Steffi, jetzt ist ja gerade das Pre-Event 5 Tage vorbei. Das heißt, deine erste große Arbeit, nämlich dein Papeterieprojekt im Rahmen der Wedding King Awards zu präsentieren, ist vorbei. Wenn du jetzt mal dran zurückdenkst, wie sehr aufgeregt warst du auf der berühmten Skala von 0 bis 10? Eine 12.
Also sehr aufgeregt, auch im Vorfeld bis hin jetzt zum Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen. Also doch, ich glaube, ich habe meinen Freund rasend gemacht. Also. Da kann der sich ja jetzt zurücklehnen. Aber sag mal, in Zeiten von Digitalisierung, was fasziniert dich an Papier? Dass man es anfassen kann. Man hat die Gefühle, man hat, je nachdem, was man für ein Papier hat, hat man Büttenpapier, hat man Leinenstrukturpapier, man hat was zum Anfassen. Also das, was Digitalisierung nicht kann, ist dieses Gefühl rüberzubringen, was ein Papier an Emotionen wecken kann. Ja, ja. Da stimme ich dir absolut zu. So, Shavi, das heißt, ich würde mal sagen, wir zeigen unseren Zuschauern jetzt mal noch, was auf dem Pre-Event passiert ist und vor allem, was du präsentiert hast, damit wir in Vorbereitung aufs Online-Voting schon mal ein bisschen gucken können, was da so an Dingen auf dem Tisch lag und was die Jury sich anschauen durfte. Steffi, ich danke dir sehr für das Interview und dann sehen wir uns zum Finale in der Flora. Und hier kommt das Pre-Event aus der Sicht von Design Budde. Bis gleich. Ich bin Stefanie Franziska Budde, nominiert in der Kategorie Hochzeitspapeterie und bin bei den Wedding King Awards 2023 dabei. Wenn du deine Papeterielinie mit drei Worten beschreiben dürftest, fallen dir drei Worte spontan ein? Romantisch, elegant und schlicht. Wie bist du rangegangen? Hattest du die Idee sofort? Schönste Liebeserklärung, also wenn man wirklich noch ganz alt, stilvollen Brief an jemanden schreibt, seine Gefühle ausdrückt. Und genau das spiegelt meine Linie wieder. Es ist alles, also es endet quasi alles mit dem Brief, ja. Worum hast du die Dinge so ergänzt, die du designen durftest, solltest? Meine Zusätze ist einmal mein Gästebuch, das habe ich dann auch Liebesbriefe genannt, ist auch auf Büttenpapier. Das Büttenpapier ist, glaube ich, das schönste Papier, wo du eine Liebeserklärung drauf schreiben kannst. Kombiniert mit einer alten Tanzkarte. Also man hätte dann den Disco Fox, den Walter und eine freie Wahl. Dann kann man den Namen draufschreiben, ihn fragen und dann hat man nochmal so die alte Tanzkarte wieder. Also das Besondere daran war für mich die klare Linie. Ich fand es ruhig, es hat mich abgeholt, es hat mich angesprochen. Weil das auch genau mein Stil ist. Die Farben haben mir gut gefallen, ich fand es schlicht, aber trotzdem schön, irgendwie kreativ. Das Siegel auf dem Papier, das war unfassbar schön. Also ich glaube, da spielt die Musik bei den Details und das hat ihr wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ihnen das, Steffi von Design Budde. Und das war sie auch schon, die zweite Sendung des Wedding Wednesday Magazins im Rahmen der Wedding King Awards 2023. Unsere nächste Sendung seht ihr schon am Sonntag. Und dann stellen wir euch zwei neue tolle Kategorien vor, nämlich die nominierten Fotografen und die nominierten Event-Specials, gleich fünf an der Zahl, auch im Pre-Event angetreten. Aber bevor wir das machen, gibt's jetzt nochmal für euch Musik von Lucky Charm, eurer Vorband im Finale. Viel Spaß und bis Sonntag. Thank you.
München oder Berlin. Wir schaffen's nicht mehr so oft im Jahr. Doch haben nie vergessen, wie nah wir waren. Fast so, als wäre gar keine Zeit vergangen. In dieser Sekunde fühlt sich's wie früher an. Weil's so verdammt leicht ist, wenn du dabei bist. Ich will nie woanders sein. Wir lassen uns treiben, lass uns zu weit gehen. Ich will nie woanders sein. Oh, hier mit dir, das ist der beste Ort der Welt. Oh, hier mit dir, das ist die beste Zeit der Welt. Weil so verdammt leicht ist, wenn du dabei bist. Ich will nie woanders sein. Wir lassen uns treiben, lass uns zu weit gehen. Ich will gerade nie woanders sein. Oh, hier mit dir, das ist der beste Ort der Welt. Oh, hier mit dir, das ist die beste Zeit der Welt. Weil so verdammt leicht ist, wenn du dabei bist. Ich will nie woanders sein. Wir lassen uns treiben, lass uns zu weit gehen.